Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Heute möchte ich mit euch wieder eine Karte basteln, und zwar wieder eine Wolkenkarte. Die Wölkchen kommen euch vielleicht noch von all meinen anderen Videos bekannt vor. Und zwar habe ich diesmal die ausgestanzten Wölkchen genommen. Ich stanze einmal mit meiner Wolkenschablone zwei Wölkchen aus. Als nächstes schattiere ich sie mit einer Stempelfarbe. Das gleiche mache ich mit einem hellblauen Cardstockpapier. Das habe ich zuvor in 9 x 14,5 cm geschnitten. So, den nächsten Schritt, den kann man eigentlich auch zum Schluss machen. Ich klebe jetzt mein anschattiertes Cardstockpapier auf ein Kartenrolling. Wenn ihr euch nicht sicher seid, gestaltet erst dieses Kärtchen und klebt es zum Schluss auf euer Kartenrolling. Ich habe es diesmal schon direkt gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass mir die Karte direkt gelingt. So, jetzt lege ich mir einmal die Wölkchen zurecht, wie ich sie später mal aufkleben werde. Als nächstes nehme ich jetzt meine Blumenstempel. Und stempel mit der gleichen Farbe, mit der ich auch den Rand der Wolken und des Cardstocks gestaltet habe, einmal die Blüte auf und dann die zugehörigen Stängel. Ja, die Wölkchen bekommen bei mir schon 3D-Klebepads. Da habe ich diesmal die dickeren genommen, 2 mm, weil ja keine Etage mehr drauf kommt. Ja, so, jetzt positioniere ich die Wölkchen und klebe sie einmal fest. Dann wechsle ich einmal meine Stempel. Hab dann einen Glückwunsch zum Geburtstagstempel. Und stempel den einmal dorthin, wo es mir am besten gefällt. Ich mache das oben links an den Wolken hin. Man kann da natürlich auch was anderes hinstempeln. Gute Besserung oder so. Ich habe jetzt den Geburtstagsstempel ausgewählt. Ja, unten ist es noch ein bisschen nackig, deswegen werden jetzt da noch mal ein paar Blümchen hingestempelt. Dieses Stempelset habe ich ja schon mal öfters auch bei anderen Karten genommen, wie ihr vielleicht euch erinnern könnt, wenn ihr schon mal meine anderen Videos gesehen habt. Wenn nicht, verlinke ich sie euch gerne hier unten mal. Oben habe ich jetzt so einen Schmetterling hingestempelt. Der ist auch Bestandteil dieses Sets. So, als nächstes habe ich mich dazu entschlossen, die Karte diesmal mit Stiften zu kolorieren, weil das einfach zum Charakter der Karte passt. Ich werde sie auch nur so ein bisschen ankolorieren, das heißt, ich werde nicht alles deckend machen, sondern nur leicht anhauchen mit dem Stift, sodass halt auch ein bisschen noch die Struktur des Cardstocks durchkommt. Das ist ja so ein bisschen rau oben. Ich habe so einen Leinen-Cardstock genommen. Das erkennt man leider jetzt bei diesen Videos gar nicht. Und irgendwie habe ich mir auch die Position der Kamera wohl nicht ganz angeschaut, weil dauernd mein Kopf im Weg ist. Aber ich denke mal, ihr seht trotzdem genug, wie ich am Kolorieren bin. Ich habe jetzt erst mit Gelb etwas koloriert und als nächstes koloriere ich so ein bisschen noch mit Rot.
Ich habe für die Karte zwei Gelbtöne benutzt, ein Orange und ein Rot. Und für die Blumenstängel habe ich zwei Grüntöne benutzt. Das kommt später noch. So, der Schmetterling wird auch ein bisschen koloriert, damit er auch ein bisschen Farbe kriegt. Dann nehme ich jetzt noch mal ein bisschen Blau auch noch mal in die Karte. Ich finde, das sind richtig schöne Frühlingsfarben und ist eine fröhliche Geburtstagskarte. Ja, jetzt kommen wir langsam schon zum Ende. Ich hoffe, diese Kartenidee hat euch vielleicht ein bisschen inspiriert und hat euch auch gefallen. So sieht die Karte fertig aus. Ja, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich natürlich wie immer auch über eure Kommentare und ich sage bis zum nächsten Mal. Eure Tanja.